erstmal Servus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir bereiten dieses Mal ein leckeres Putengeschnetzeltes zu. Ja, dann nehmen wir uns ein schönes Stück Fleisch zur Brust und da schneiden wir Streifen raus. Ich mag die Streifen etwas dicker. Wer mag, kann die Streifen natürlich auch dünner machen. Als nächstes müssen wir dieses Fleisch, diese Streifen, richtig stark anbraten. Dann nehme ich noch ein bisschen Butterschmalz zur Hilfe und dann geht's los. Wenn wir das Fleisch jetzt ein paar Mal umgedreht haben, dann können wir jetzt mal salzen und pfeffern und dann etwas später das Fleisch aus der Pfanne wieder herausholen. Einfach das Fleisch in einen Behälter geben und abdecken für später. Mit den Zwiebeln und die schwitzen wir jetzt an. Etwas später geben wir dann die geschnittenen Knoblauchzehen hinzu. Und gleich darauf dann noch die Champignons. Und wenn ein bisschen Fett fehlt, dann geben wir noch ein bisschen Butterschmalz hinzu. Das Ganze löschen wir dann mit Weißwein ab, lassen das Ganze ein bisschen einkochen und füllen dann mit Brühe auf. Wir wollen ja, dass das Ganze schön cremig wird und deswegen geben wir einen ganzen Becher Creme Fraiche mit hinzu. Mittlerweile hat sich die Soße schon stark reduziert und dann können wir das Ganze mit Stärke und Wasser andicken. Wir geben die angerührte Stärke nicht gleich auf einmal hinzu, sondern schrittweise, weil wir wollen ja die Konsistenz der Soße überprüfen und sehen, wie sie wird. Nicht, dass das Ganze zu zäh wird. Wenn dann die Soße schön sämig ist und keine Klumpen mehr durch die Stärke vorhanden sind, dann geben wir jetzt das Fleisch wieder mit in die Pfanne. Das Ganze nochmal für eine Minute aufkochen, damit das Fleisch noch kurz durchzieht und können dann gleich danach das Ganze auftischen, weil frisch schmeckt so am besten. Als Beilage verwende ich da sehr oft Reis. Das passt für mich super dazu oder selbstgemachte Spätzle. Sieht doch super aus. Ja, da läuft euch bestimmt das Wasser im Mund zusammen. Und wie schon gesagt, ich nehme dazu immer gerne Reis. Und ihr könnt auch die Fleischstücke in dünnere Streifen schneiden, wenn ihr wollt. Aber ich, wie gesagt, mag es einfach ein bisschen dicker. Und dann gibt es noch das Thema Curry. Currypulver. Manche machen das in die Soße hinein, schon vorher. Ich gebe es gern darüber. Da kommt der direkte Geschmack von Curry besser zur Geltung. Und noch ein paar Kräuter drüber und dann können wir schnabulieren, nach Herzenslust. Also meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Also meine Lieben, bleibt gesund und bleibt am Ball. Wir sehen uns beim nächsten Mal.